Und damit möchte ich mit dem kleinen Thema HSP beginnen, was ich für heute vorbereitet habe. Ich möchte euch ein paar Dinge erzählen zum Thema, wie wir laufen. Mal ganz wichtig darauf eingehen, was ist überhaupt Spastik, und möchte etwas zu den Basistherapien erzählen. Zunächst ist es für mich sehr wichtig, mal was zum gesunden Laufen zu zeigen. Denn vielen von euch ist es ja so ergangen, dass sie, als sie nicht mehr richtig gelaufen sind, das selbst gar nicht gemerkt haben, sondern von anderen, von Freunden darauf angesprochen wurden. Schauen wir uns deshalb zunächst bitte einmal an, wie ein Gesunder läuft. Das hier ist ein kleines Video und achtet bitte auf die Füße. Und es kommt jetzt nochmal in der Zeitlupe. Die Füße gehen bei jedem Schritt, der gemacht wird, nach oben. Wir werden gleich sehen, dass wir HSPler das nicht so hinbekommen. Achtet bitte außerdem darauf, dass beim Gehen die Schritte in einer geraden Linie laufen. Man könnte quasi einen Strich auf den Boden ziehen und dieser Herr, der dort läuft, würde den Strich blind treffen. Schauen wir uns das Ganze nun einmal an, wie das bei HSPlern aussieht. Das Bild stellt Ingrid Ringheim dar. Ingrid ist die Leiterin der norwegischen HSP-Gruppe. Sie lebt und arbeitet in Oslo und hat uns für das heutige Testwebinar ihr Video freigegeben. Ich klicke jetzt mal drauf und starte dieses Video, was aus dem Internet kommt. Ihr seht jetzt mehrere HSPler aus Norwegen, die durch ihr Gehen zeigen, wo das Handicap ist. Achtet jetzt bitte wieder zum Beispiel bei ihr auf die Füße. Die Füße bleiben hängen, die Fußspitzen gehen nicht wie beim Gesunden nach oben. Wenn sie etwas mehr schneller läuft, ist das noch klarer erkennbar. Auch die Dame, die mit dem Roller fährt, zeigt das gleich, wenn sie in die andere Richtung fährt, denn ihr Schwungbein ist jetzt bei der Drehung erst sichtbar. Und ihr erkennt, der Fuß bleibt unten, die Fußspitze bleibt hängen. Bei ihm achtet bitte auf zwei Dinge. Erstens auf seine Schuhe. Ich komme nachher nochmal auf die Fußspitzen und die Schuhe. Und achtet als zweites darauf, dass er nicht wie der Gesunde eben gerade läuft, sondern er läuft immer den Bogen ums Standbein. Auch bei der Dame mit Rollator ist gleich, wenn sie in die andere Richtung fährt, unser HSP-Handicap im Gehen sehr, sehr klar und eindeutig erkennbar. Achtet jetzt bitte wieder genau auf die Fußspitze und ihr seht den großen Unterschied zu dem Gesunden aus dem ersten Video. So, und nun haben wir noch einen, der läuft mit Krücken und drückt sich über die Krücken hoch. Aber auch bei ihm ist es wunderschön erkennbar, was der Scherengang ist, denn er dreht das Schwungbein um das Standbein und läuft damit nicht in der geraden Linie. Das sind alles typische Bilder, die wir HSPler beim Laufen von uns geben. Das sind Bilder, die uns häufig gar nicht auffallen, die aber unsere Bekannten, unsere Freunde sehen und die wir von uns geben und bei denen wir dann sagen, kann das sein, was du jetzt sagst? Ja, wenn wir es selbst sehen, wissen wir, es kann sein. Gehen wir zur nächsten Folie, denn die stellt jetzt das, was in den Filmen dargestellt wurde, einmal ganz bildlich dar. Zum einen ist es der Fußheber, der nicht funktioniert. Ein natürliches Abrollen des Fußes ist dadurch nicht mehr möglich. Und zum anderen ist es der angesprochene Scherengang, denn Scherengang heißt typischerweise, überwiegt die Spastik in der Adduktorenmuskulatur. Damit klar ist, was die Adduktorenmuskulatur ist, habe ich bei dem Menschen rechts außen mal das Bein ein bisschen aufgeschnitten und habe dort mal die Adduktorenmuskulatur hervorgeholt. Die wird von den Nerven, die die Bewegung steuern, bedingt durch die HSP, nicht mehr richtig angesprochen, genau wie das oben der Fußheber ist.